Was geht, Freunde? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute haben wir auf jeden Fall eine neue Reaction am Start. Und zwar reagieren wir auf Pumping. Das Video ist 2 Tage alt. Der kam unerwartet, irgendwelche Augen und dann Pumping Monkey. Er greift uns an, steht im Thumbnail. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich will auch, ey, das soll kein Front sein, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Bruder neben Pumping ist oder ob das eine Schwester ist. Ich würde sogar vermuten, das ist so ein Mixer. Das ist auch aktuell das Einzige, was so online gekommen ist, ne? Also ich schaue natürlich immer ab und zu so, ey, was kommt online, was kommt nicht online, dass wir darauf reagieren können, aber so das meiste würde ich mir privat auch nicht angucken. Und ihr wisst, ich gucke mir in den Reactions meistens Videos an, die ich mir auch privat anschauen würde. Aber die ganze Cringe-Scheiße gucke ich nur mit euch, damit euer Gehirn auch am Ende des Tages so kaputt ist wie meins. Ich bin schadenfroh, geben und nehmen. Ich habe ihn gefragt, was das Problem ist, warum er uns beleidigt, und dann ging's los, er hat mich dann beleidigt, wollte dann auf mich losgehen. Okay, warte mal, wir dürfen uns nicht spoilern lassen. Okay. So, wo sind wir hier gerade? In Aschaffenburg. Aschaffenburg. So, Leute, stellt euch mal vor, mal was ganz anderes. Soweit ich weiß, ist auch dieses Mädchen hier, auch die, die immer in den Clubfolgen dabei ist, oder? Oder bilde ich mir das jetzt gerade ein? Und einfach ihre Haare sehen genauso aus wie das, was sie an ihrem Top hat. Und der hat einfach eine übergroße Tasche, Junge. Was ist da drin? Ist da eine Leiche drin? Und dann auch noch so eine Tic-Tac-Tasche, um das Ganze noch so ein bisschen zu vertuschen auf. Ich habe eine normale Tasche, die ist von Tic-Tac, das kann man sich im Supermarkt kaufen. Alles legal. Aber was da drin ist, ist wahrscheinlich nicht so legal. Nur der hat doch safe Menschen da drin. Vielleicht sogar 2. Ich bin auf die Straßen und befragen ja immer die jungen Leute. Ich habe da sehr, sehr interessante Menschen am Start. Ich habe auch ein cooles Thema. Wir gehen mal zu denen. Ich glaube, die sind sehr unterhaltsam. Servus, Kines, Menes. Der hat das Gefühl, der Typ hat irgendwie seinen verschollenen Sohn gerade wieder gesehen. Wie geht's, Andi? Gut. Alles klar? Ja, klar. Und du? Alles gut? Alles gut? Ja, genau. Ich danke schön. Ja, der Martin, hallo. Martin, woher kommst du? Hier aus Aschaffenburg. Von Schuma. Also das ist Ghetto von hier Aschaffenburg. Ghetto? Ja. Warum ist hier Ghetto? Sie sind so hier. Ach, das ist der größte Schnack, Digga, mit Ghetto. Junge, in Deutschland gibt es nicht so wirklich Ghettos. Die richtigen Ghettos gibt es wirklich dann in anderen Ländern. Zum Beispiel in Frankreich zum Beispiel gibt es auch Ghettos. Oder halt die ganze Favelas-Ding, ne? Aber das ist halt auch nochmal eine Etage höher. Das kann man jetzt hiermit nicht vergleichen. In Deutschland, finde ich, gibt es auch Ecken, wo Leute unterwegs sind, die vielleicht nicht so lustig unterwegs sind, aber ich würde nicht sagen, es gibt Ghettos in Deutschland. Ich sehe schon Kommentare. Junge, du warst noch nie in Kalk, du warst noch nie da, du warst noch nie da. Junge, ich habe schon alles gehört. Die Barbie, oder was? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich jetzt momentan, ja. Sieht ihr Barbie? Ja, ich bin der Ken. Deswegen. Bin Aschebecher. Bruder. Sag mir bitte, sie hat irgendwie so einen Toast und Teller gegessen. Weil ihre Zähne sind braun auf denen. Wir machen heute so eine Umfrage. Warum geht der Mensch fremd? Du bist sehr interessant angezogen, Titte. Dankeschön. Was bist du für eine Landsfrau? Ich bin Polin. Wer bist du? Ich bin 9. Ey, ohne Spaß, ne? Schwester, es tut mir leid. Aber auf den ersten Blick sahst du aus wie mein Kollege. Und er ist ein Typ. Ich bin ehrlich, wenn ich mir das jetzt so genau angucke, hat sie schon eine weibliche Art und auch weibliches Erscheinungsbild. Aber auf den zweiten und genauen Blick mit der Lupe, würde ich sagen, es hat irgendwas Männliches. Aber ich will mich da noch nicht festhalten. Warum geht ein Mensch fremd? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil er was Gutes hat und dann einfach denkt, es geht noch besser, denke ich so. Das könnte so ein Lukas sein. Aber das ist bestimmt so eine Luisa. Hast du schon mal sowas? Ja. Yeah. Mein Freund ist mit der Transe fremd gegangen. Was? Ja. Dein Freund ist fremdgegangen mit? Eine Transe. Aber bist du schon mal fremdgegangen? Ich wollte gerade sagen, Chef, er sagt, bist du eine Transe? Was sind deine Augen? Nein, ehrlich nicht. Noch nie? Nein. Was machst du so? Wohin geht's? Auf den Hamburger Fischmarkt. Die suchen den schönsten Matrosen und ich habe gesagt, ich mach mit. Wie heißt du? Michelle. Michelle? Ja. Also die Michelle ist die schönste Matrose. Komm her, wir checken dich mal einmal so von oben nach unten ab, wie hübsch du bist. Das sehe ich nicht gerade ernsthaft, oder? Also entweder sind meine Augen zu scharf und ich bilde mir Sachen ein, oder das Ding ist behaart. Ich sehe direkt, hier ist ein Wachsstreif angesetzt worden. Aber Bruder, oder ja, Bruder, passt glaube ich schon ein bisschen besser. Da sind noch andere Haare. Das heißt, nur ein Wachsstreifen bringt nichts. Du kannst nicht mit einem Löffel eine Suppe schlürfen. Du brauchst da schon mehrere Löffel für. Deswegen hättest du auch noch die anderen Haare wegrasieren müssen. Ey, ich krieg einen Schock. Du bist ja das einzige Mädchen hier, ne? Zwischen ja. Den ganzen Jungs. Ja, und ich box dich ja durch, ne? Ich box mich durch. Wer mich will, den tue ich dreimal zurück weg. Und dann kommt er gar nicht mehr freiwillig. Ich stelle mir die Stimme im Bett so. Alles gut, alles wir gut, kennen uns schon ein paar Jahre, ne? Auf jeden Fall. Also, wir verstehen uns gut. Aber ihr seid jetzt Single, oder? Ja. Wir sind beide Single, ja. Aber wir haben uns verdammt lieb als Freunde. Als Freunde. Ja. Nur als Freunde. Nur als Freunde. Ja. Also auch kein Freundschaft plus oder so. Ja, natürlich. Küsst ihr.
Ja, ist doch normal. Unter Freunden gibt man sich immer ein Küsschen. Ich habe es auch nicht anders gelernt. Also jeden Freund, den ich habe, ob männlich oder weiblich, der kriegt als Begrüßung ein Küsschen. Ist es halt einfach Fakt. Ich denke, das ist bei euch allen auch so. Meine an, der kriegt auch einen Kuss. Mit Zunge. Was? Ich habe geplant OnlyFans und ich versuche... Bro, ich hab, also jetzt, ich weiß, ich stopp gerade wieder sehr, sehr oft, ne? Wir sind erst bei Minute 3, aber ich habe schon, glaube ich, 20 Mal gestoppt. Kann mir einer diese Frage beantworten, warum Frauen, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, keine Perspektive haben, so keine Jobperspektive haben, wenn sie, keine Ahnung, sich bewerben und irgendwie 3 Bewerbungen losschicken und davon 3 eine Absage sind, warum fangen die dann alle an? Warum fangen dann alle an, mit diesem Gedanken zu spielen, ey, es gibt doch noch OnlyFans? Warum will jeder mit OnlyFans anfangen? Ich verstehe das nicht, Digga. Die Leute haben echt Geld gerochen. So ein bisschen Influencer-mäßig durchzustarten. Was hältst du von OnlyFans? Es ist eine gute Möglichkeit, um Geld zu verdienen heutzutage. Hast du schon mal Nudes verkauft? Ja. Ja? Ja. Wie läuft das so ab? Erzähl mal, das macht mich jetzt neugierig. Nicht als Vorbild nehmen. Wir sind nur hier so zur Unterhaltung. Keine Ahnung, es gibt ja so Menschen, zum Beispiel auf markt.de kann man ja so Anzeigen starten. Ich sag doch, ihr müsst ja nicht mal Kompetenzen mit an den Tag bringen. Also ihr müsst ja nicht mal Deutsch können, ihr müsst ja nicht mal sprechen können, ihr müsst gar nichts können. Also wenn du OnlyFans machen willst oder Nacktbilder verkaufen willst, talentlos. Du brauchst kein Talent dafür. Das ist ganz einfach. Starten? Ja. Okay, was waren die krassesten Bilder, die du verkauft hast? Boah, das waren keine Bilder, das waren Sexvideos. Sachen. Ich bin gerade baff, okay. Mit wem hast du das gedreht? Mit meinem Ex, verschiedenen F-Plus oder so. One-Night-Stands. One-Night-Stands? Ja. Wie viele hast du so? Willst du ehrlich für den Bodycount wissen? Der ist 27. Ich bin gerade baff. Ich kann nicht mal 27 Nachbarn vor mir aufzählen. Ich weiß nicht mal, ich kenne die halbe Nachbarschaft nicht. Selbst wenn ich die ganze Nachbarschaft jetzt aufzählen würde, namentlich, wären wir immer noch nicht bei 27. Okay, doch, aber ich wollte es nur pushen. Ja, mal gucken, den gelben Regenmantel schlage ich, würde ich sagen. Ja, ne? Ja. Bist du verheiratet? Nö. Wie alt bist du? 26. Okay, meinst du, du gewinnst? Ja, ich bin die schönste Matrosin von ganz Aschaffenburg. Wenn es keine geben würde, ja. Dann wünschen wir der schönen Matrose heute sehr viel Glück. Dankeschön. Ich tue beim Trinken immer viel Speck essen. Oder oh, passt es mit dem Wodka auch ganz gut. Nicht jeder kann das, das ist Hygiene. Werners dunkelstes Geheimnis. Ja, das war, was ich da erlebt habe, das war... Ein Zwitter. Was passiert? Nee, Zwitter. Ja, oben Frau, unten Mann oder andersrum. Carlo. Was, da, was ist da passiert? Ja, da war ich besoffen, ja gut. Kann passieren, wenn du besoffen bist. Hast du mitgemacht? Ja. Ja, aber hast du gewonnen oder hast du gewonnen bekommen? Er hat mir es gegeben. Oder sie gegeben. Er hat ganz kurz die Seife gehoben, Digga. Aber anscheinend macht es ihm nichts aus, also... YOLO, man lebt ja nur einmal. Einmal ist keimer. Ja. Was ist, wenn das mal rumgeht? Das geht nicht rum. Also es gab viele Fakes, aber das war ich halt nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geleakt wird, keine Ahnung. Okay, wenn es nicht geleakt wird, ich will jetzt auch keine Theorien aufstellen. Wie soll ich das mit einem netten Beispiel erklären? Wenn Mercedes ein neues Auto rausbringt und das Auto ist hässlich, dann wird kein Mensch das Auto fotografieren oder exposen oder öffentlich stellen und keine Ahnung was. Wenn Mercedes aber ein schönes Auto rausbringt, dann macht man die ein oder anderen Fotos und schickt sie sich den Kollegen und sagt, ey, Bruder, hast du das Auto gesehen? Das ist voll stabil. Anderes Beispiel. Nenne ich jetzt nicht. Beispiel beendet. Was ich aber eigentlich sagen wollte bei so Nacktfotos oder Nacktvideos oder keine Ahnung, was für Videos die da rumschickt, da verstehe ich aber nicht, warum die Leute es immer so als selbstverständlich nehmen, dass die Sachen nur bei der Person bleiben. Ihr wisst doch gar nicht, an wen ihr das Video verkauft. Wisst ihr, ich meine? Es kann sein, du verkaufst an irgendeine Person und die veröffentlicht das dann bei TikTok oder bei Instagram, bei Reddit oder keine Ahnung was, dann ist das auch öffentlich. Deswegen, die Leute denken immer, okay, ich verkaufe es nur an eine Person, das heißt, es sieht auch nur eine Person. So Nacktfotos und so sind sehr, sehr gefährlich. Vor allem an fremde Menschen, Digga. Ich glaube, die ist halt sehr, sehr naiv, ne? Warum es nicht geleakt wird? Ja. Meinst du, nach diesem Video wird es geleakt? Safe. Was hast du so dafür bekommen? Unterschiedlich. Also ich habe von klein angefangen, von 10 Euro. Jetzt sind es mittlerweile, das teuerste sind 70 Euro. Du bist ja so krass. Warte mal, jetzt will ich das mal ausrechnen, Digga. Sagen wir mal, im Durchschnitt verkauft sie etwas für 30 Euro. Ne? Also wir nehmen mal so die Differenz. Wir nehmen 35 Euro jetzt. 35, wenn sie am Tag, wenn es gut läuft, 5 Bilder verkauft oder 5 Videos im Wert von 35 Euro mal 5 sind das 175 Euro. Wenn sie das jeden Tag macht, auf den Monat berechnet, wären das 5250 Euro. Alles klar, ich mache die Reaction aus. Und ich verkaufe auch Bilder. Ja. Kennt man dich hier in Aschaffenburg? Ja, also manche mögen mich, manche nicht. Viele mögen mich nicht, so, ja. Warum mögen die dich nicht? Weil ich mich halt so zeige und halt, also ich bin sehr offen und freizügig und ich bin halt sehr ehrlich. Wo kann man dir folgen, damit die das sehen zum Beispiel? Fjosh7 auf Instagram oder TikTok. Jetzt will ich das mal sehen, weil da ist sie eigentlich nicht so freizügig gekleidet. So, ich gehe mal auf ihr Instagram. Ja, privat, perfekt. Machst du auch viel Sport? Ja, ich...
Also ich finde, die sieht auf dem Video und auf dem Video unterschiedlich aus. Klar hat sie da andere Haare, sie hat da offene Haare, hier hat sie einen Zopf und so, aber würde ich jetzt die beiden nebeneinander stellen, würde ich nicht denken, dass es eine Person ist. Ins Gym. Ins Gym? Seit September. Wie oft bist du gegangen? Einmal. Polen hast du gelernt. Ja. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Also ich hoffe, dass ich mit TikTok und so ein bisschen höher komme und halt mit OnlyFans und dann halt, ja. Also ich unterstütze... Gehe ich aber noch trotzdem arbeiten dann. Ich unterstütze kein Leute. In jedem das Seine. Warum suchst du nicht was anderes? Danke, also ich kann auch nur sagen, ich unterstütze es auch nicht, weil am Ende des Tages ist es für mich billig, Digga. Also es ist einfach sehr, sehr billig, damit Geld zu verdienen und ich finde, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise wertvoll und damit finde ich, dadurch, dass du deinen eigenen Körper verkaufst und preisgibst und öffentlich machst für irgendwelche notgeilen Leute, finde ich das schon sehr, sehr billig. Das heißt, der Wert dieser Person ist in meinen Augen dann geschrumpft. Aber ist am Ende des Tages jedem seine Entscheidung. Ich kann euch nur empfehlen, weil mir auch jüngere Leute zuschauen, macht etwas Ordentliches, versucht euch vielleicht selbstständig zu machen, macht etwas, was vielleicht die anderen nicht machen und werdet damit einfach glücklich. Weil es ist halt einfach und ich finde mich halt schön. Aber einfach ist nicht schön. Ist nicht gut. Endet nie gut. Ja, aber ich bin zufrieden mit mir selber. Okay, dein dunkelstes Geheimnis. Keine Ahnung. Vierer, weiß ich nicht. Oh Gott, nee. Wer ist das? Das ist eine, die meint, die wäre 17 oder 19, ist aber in Wirklichkeit 15. Oh, davon gibt's viele, ne? Ja. Aber du bist nicht so eine, die jetzt sagt, ich bin 19, dann doch jünger. Nein. Okay, du bist echt krass unterwegs. Leute, ich bin gerade ein bisschen baff, dank Sophie. Hast du einen Fetisch? Jetzt kommt's. Ich stehe auf W***e. Auf was? Auf was steht sie? W***e. Ah, Kelleck. Sie meint, Zuckerguss. Zuckerguss des Mannes. Was war das meiste Geld, was du von so etwas verdient hast? Ich sehe schon Finanzamt von meiner Tür. Boah, ich weiß nicht. Das war, also, es war mal ein Sommer. Da war ich schon mit meinem Ex zusammen. Das war so fängt das auch immer an. Ja, also, es war Sommer und das Fenster war auf Kipp. 5 bis 10k im Monat. 5 bis 10k im Monat hat sie gemacht damit. Mit nur auf Snapchat oder auf, keine Ahnung, wo sie es verkauft hat. Verkaufen. Also nur mit Bilder verkaufen, 10k im Monat. Das ist schon krank. Also ich bin euch ehrlich. Also das Finanzamt ist wahrscheinlich gerade genauso aufmerksam am Zuhören wie ich. Aber das ist krass. 5 oder 10k im Monat damit zu verdienen, ist heftig, weil es ist am Ende des Tages keine Arbeit. Aber ich kann euch nur sagen, macht es nicht. Ich empfehle es euch nicht. Ihr werdet am Ende des Tages auch anders euer Geld verdienen, vielleicht sogar noch mehr Geld verdienen und auf eine Art und Weise, wo ihr euch dann in den Spiegel schauen könnt und sagen könnt, ey, ich habe alles richtig gemacht, ich bin stolz auf mich, meine Eltern sind stolz auf mich. Jetzt erinnere ich mich. Oh mein Gott, jetzt erinnere ich mich. Was? Ich habe ein Video gesehen. Ich weiß jetzt, wer du bist. Was? POV, du gibst Loch in Toilette, ja. Im Club. Ja. Ging voll viral. Aber das war nur ein Scherz. Was meintest du damit? Boah, okay, ich check jetzt, was er meint, aber das Ding ist, bei vielen, ne, das ist jetzt von ihr ein Scherz gewesen, so, ne, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas mal gab. Also sowas ist bestimmt schon mal passiert. Also. Das bist du, ne? Nein, ja, das bin, also, das du, bin ich. Also, du hast das Video gepostet. Genau. Ja, aber warum schreibst du so etwas, POV, du das gibst. Das war ihre Idee, die dachte so, ja, das geht safe viral und dann waren es halt fast 4 Millionen Aufrufe. Was sind so deine Typen? Auf was für Typen stehst du? Also, er sollte wirklich Führerschein haben, weil sonst ist Krise. Musst du auch einen fetten Benz fahren? Nee, BMW besser. Aber BMW? Ist ja schick. Der hat auch eine. Ja, also, das war ein BMW. Ich kann ihn mal ganz kurz analysieren. Keine Ahnung, was für ein Modell das ist. Ich würde sagen, vielleicht Dreier. Ich kenne mich nicht aus. Ich sehe schon, wie die Leute mich gerade beleidigen. Ist auf jeden Fall ein Cabrio, ne? Ohne Dach, ohne Verdeck. Und falls ihr euch fragt, wo die gerade hinfahren, die sind auf der Autobahn und die nächste Ausfahrt ist Werkstatt. Ihr wisst, BMW, bring mich Werkstatt. Sehr gut, weil das ist mein Interesse, so BMW. Aber so ein Typ habe ich eigentlich keinen. Wäre gut, wenn er ins Gym geht. So. Wie muss ein Typ dich überzeugen? Also wie überzeugt ein Typ dich? Gute Frage, er sollte halt nett und romantisch sein, so ein auf den. Er sollte gut im Bett sein. Die meisten sagen ja voll, ich bin voll krass und so, aber das stimmt dann halt nicht. Deswegen, keine Ahnung. Gut, Sophie, du hast mich echt schockiert. Trotzdem empfehle ich dir was anderes. Ja. Ey, mein dunkelstes Geheimnis ist das, ey, ich f*** meinen besten Freund manchmal ein, aber seine Frau darf es nicht wissen. Seine Frau darf das nicht wissen. Ich habe gerade nichts verstanden, ist aber auch, glaube ich, besser, dass ich nichts verstanden habe. Wenn die das Video sieht? Maus, dann tut mir es wirklich echt leid. Du musst ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, er braucht halt doch ums Mehr. Digga, ich will mir gerade nicht ausmalen oder denken, was er da gemacht hat bei seinem besten Freund. Maul, Alter. Ich riech das rein, als Rassbrot.
witzig, Alter. Sonst klatscht hier ein paar. Hör zu, du liegst gleich auf dem Boden, gell? Wir haben auf jeden Fall lustige Leute im Video gehabt. Und dann kam dieser eine Kandidat dazu, der schon so blöd geguckt hat. Ich kann euch sagen, von Anfang an, als der Typ gekommen ist, von seinen Blicken her, dass das gleich eskalieren wird. Das war mir also von Anfang an schon klar. Ich habe ihn die ganze Zeit ignoriert, also wir alle. Also der stand einfach nebendran. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video hören wird, aber der hat die ganze Zeit jeden nur dumm beleidigt, dumm angemacht, richtig aggressiv. Und dann hat sich Asya eingemischt und hat halt gefragt, was das soll, warum er die Leute beleidigt ohne Grund. Oder ist dein Problem? Bist du Rechtsanwalt? Ja, bin ich schon jetzt. Willst du gegen eine Frau gehen oder was? Boah, jetzt kommt Frankfurter Touch raus. Und dann wurde er genauso frech zu ihr, respektlos. Und sie hat natürlich deswegen im Video gesagt, ey, willst du auf eine Frau gehen? Weil es ist schon so weit gekommen. Wenn wir nicht vielleicht da gewesen wären, dann hätte er sie auch angegriffen. Er war auch so kurz davor, sie anzugreifen. Komm mal weg! Was ist mit dir? Ja, sein einer Kumpel hat ihn auch weggeschubst, also als er auf mich los ist, weil er wollte halt auf mich losgehen. Meinst du, die kannten sich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist halt auf mich losgegangen. Also er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, was das Problem ist, warum er uns beleidigt, und dann ging es los, er hat mich dann beleidigt, wollte dann auf mich losgehen, dann kam sein, keine Ahnung wer das war, von der Seite jemand dazu, hat ihn halt weg und dann ging es los, ja. Ich habe sogar versucht, ihm zu erklären, was wir hier machen, und ich habe den Yüksel auch heute gesagt, ey komm, heute nehmen wir mal ein paar Leute, die auch ein bisschen in deinem Alter sind, damit wir auch was zu lachen haben. Weil der Yüksel ist auch so ein lustiger Typ. Trotz, dass er auf Asya losgehen wollte, habe ich ihm versucht, das zu erklären, was wir da machen. Er wollte es irgendwie nicht verstehen. Er hat auch dann die ganze Zeit mit Schlägen gedroht. Und dann kam Yüksel und hat ihn geschubst. Was bist du, du Stück Scheiße, Alter? Was? Und dann hat er auch Yüksel mit Schlägen gedroht und hat so richtig den Macker gemacht. Und dann musste ich... Du liegst gleich auf dem Boden, gell? Und bin dann auch durchgedreht. Ich wusste nicht, was seine Mission ist. Alter, komm, willst du kämpfen, Alter? Komm her! Boah! Digga, das geht dir gerade hoch. Das laberst du. Pumping zu dem Monkey, Digga, wollte ihn einfach essen. Auf Ernst. Er wollte einfach ein Pre-Meal, Pre-Workout-Meal. Er wollte vor dem Workout noch was essen. Und das war sein Essen in der Hinsicht. Ihr müsst wie ein Löwe sein, ihr müsst euch eure Beute aussuchen. Das hat sich Pumping Monkey gerade auch gedacht. Das müssen wir uns nochmal angucken. Durchgedreht, ich wusste nicht, was seine Mission ist. Alter, komm, willst du kämpfen, alle? Komm her! Komm her! Hurensohn! Bist ja alle! Das ist nicht wert. Du Sohn! Du Peach! Ist es nicht wert. Die Peach ist es nicht wert. Ich bin so, Leute, ihr dürft es nicht falsch verstehen. Ich reagiere halt aus Emotionen in dem Moment, wenn man mich auch auf 180 bringt. Ich glaube, jeder reagiert aus Emotionen. Also das Ding ist, man muss, guck mal, man darf nicht vergessen, ne? Das ist bestimmt irgendein Typ, der vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat. Sich dachte, komm, ich kann mich sowieso nicht kontrollieren, labert er irgendwelche Leute voll. Eigentlich vom Ding her muss er das ignorieren, aber ich denke mir auch immer so, man kann es so lange ignorieren, bis einer handgreiflich wird, ne? Also ich würde ihn jetzt nicht tothauen, so, ne? Aber am Ende des Tages würde ich ihn einfach um die Ecke bringen und einfach sagen, ey, geh, so, am Ende sagst du, keiner Stress. Stress ist sowieso nicht gut, ihr wisst auch nie, was die Leute dabei haben. Kann sein, dass der Messer dabei hat, und wenn er sowieso Suff ist, nicht Herr seiner Sinne ist, weiß man nie, was er macht. Deswegen, Stress eigentlich aus dem Weg gehen. Ich verstehe aber auch, warum Pumping durchdreht oder warum die anderen alle durchgedreht sind. Solche Leute sind einfach wie so Pickel am Arsch, die nerven einfach. Und ich habe ihn dann gefragt, was willst du? Willst du jetzt kämpfen oder was? Was willst du? Also Fakt ist, ich bin da hingegangen zu den vier, es waren vier Herrscher, die Nicole und ihr Freund und dann noch die anderen. Ich habe gerade, der Fadi macht Street Comedy, das ist ein bisschen schwarzer Humor. Könnt ihr euch vorstellen, da mitzumachen, eine Umfrage? Da haben sie alle gesagt, ja klar, machen wir mit, gerne. So, also Erlaubnis haben wir von denen gehabt. Und dann haben wir mit denen gedreht. Und dann kam diese Person, der total aggressiv geladen war. Und der war halt verbal. Der hat halt die Leute beleidigt, hat uns beleidigt. Er hat so Pupillen gehabt und die Augen waren... Ja, wie der hat mich angeguckt. Was? Boah, der hat, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen Mehl gezogen. Also, wenn er solche Pupillen hatte, zu viel getrunken oder zu viel Mehl gezogen, keine Ahnung, irgendwas hat er gemacht davon. Leute, die auf Drogen sind, sind wirklich unberechenbar. Das kann ich euch so einfach sagen. Man weiß nie, was die Leute machen, was sie zu verlieren haben und was die nicht zu verlieren haben. Deswegen bei sowas eigentlich immer aus dem Weg gehen. Aber ich kann es nur wiederholen, ich verstehe auf jeden Fall, wenn man da durchdreht. Hier, soll ich euch klatschen? So hat er geredet. Genau, und dann, wo er dann auf die... Boah, dafür brauchst du eigentlich immer Boxhandschuhe, die du mit hast. Dann gibst du ihnen die Boxhandschuhe, du nimmst Boxhandschuhe und sagst, ey, wir machen das sportlich, wir machen einfach jetzt ein lockeres Sparring. Und dann wird es mit, wie bei mir und Jam, mit Hinterkopf. Wenn die Frau losgegangen ist und die Frau schlagen wollte, dann habe ich natürlich ihn weggedrückt. Aber wir waren zu keiner Zeit aggressiv. Die Aggressivität kam von der Person aus. Er hat versucht, uns zu beschimpfen, verbal. Er ist auch auf unsere Freundin und dann losgegangen. Ist er auf unsere Freundin losgegangen und wollte dann die Frau schlagen quasi. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind nicht da.
Und er geht auf die Frau zu. Er ist ja auf die Frau zu. Aber wenn wir nicht da gewesen wären, dann hätte er sie geschlagen. Und wir haben das verhindert. Wir sind auf jeden Fall gegen Gewalt. Kommt jetzt wieder schönes Wetter. Das Problem ist aber auch, dass solche Leute sich immer Leute aussuchen, die unter einem stehen. Frauen und Männer, ihr wisst, klar, ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen nichts drauf haben. Es gibt sehr, sehr viele Boxer, es gibt sehr viele Boxerinnen. Es gibt auch sehr viele Frauen, die wirklich gut kämpfen können. Aber in den meisten Fällen ist es immer so, dass der Mann ein bisschen stärker ist als die Frau. Und wenn sie dann als Beispiel alleine ist, klar sucht sich so ein Typ Leute aus, die schwächer sind, weil er sich dann krasser fühlt, weil er sich dominierender fühlt. Deswegen, bei sowas, man hat ja auch gesehen am Ende des Tages, Fatih ist da hingegangen, hat bis rumgeschrien und der Typ ist weg. Eigentlich dürfte man solche Leute nicht beachten, aber ich check deren Grundgedanken. Wenn sie jetzt alleine wäre und er wäre aufs Los gegangen, dann wäre natürlich eklig gewesen. Stecht ihn einfach ab. Sommer, deswegen bin ich dafür da, dass ich immer so in fremde Städte auch komme und mit euch Videos drehe, damit das jetzt nicht in der Welt offen steht und irgendwelche Leute kommen und sagen, boah, guck mal, die drehen zwar YouTube-Videos, sind aber gewalttätig oder wenden irgendwie Gewalt an. Das wollte ich also hier mal so aufklären. Die Message ist, bei deinen Videos spielen ja verschiedene Leute mit, verschiedene Charaktere. Ja, Leute, guck mal, wie er schon sagte, so schwarzer Humor. Einfach nur Comedy, aus Buster. Und dazu sagt man künstlerische Freiheit. Ich bin die schönste Matrosin von Aschaffenburg, so. Ich glaube, das war's auch mit dem Video. Ich glaube, mehr erwartet uns in dem Video nicht. Eins ist wichtig, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Ich bin die schönste Matrosin von Aschaffenburg.